Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte mit euch heute ein neues Spiel T3 Arena spielen. Ihr könnt schon sehen, das habe ich mir installiert und habe auch schon ein bisschen reingesuchtet, sage ich einfach mal. Also, was heißt reingesuchtet? Ich habe mega eigentlich reingesuchtet. So. Ich bin schon bei 2000 Trophäen. Genau, und hier ist es schon das Spiel, es gibt Helden, also es ist so Fortnite, Brawl Stars gemischt. Ich denke mal, Brawl Stars und Fortnite kennt fast jeder von euch. Also so Fortnite, Brawl Stars gemischt. Und ja. Und ich würde sagen, wir spielen heute mit meinem Osas, der Sniper. Und wir spielen heute mit Huling, würde ich sagen. Und der dritte ist Kamanza. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit Huling an. So. Wir spielen Kristallansturm. Gut Deutsch. So, was haben wir denn? Okay, wir haben was im Posteingang bekommen. Ja, zwei. Öffne ich danach. So, genau. Also die Gegner, die sind ja nicht, also ungefähr das gleiche Team, außer dass ein Held Unterschied ist. So, dann starten wir auch direkt schon rein. Unten links könnt ihr euch bewegen. Hier könnt ihr schießen. Ich finde das Spiel auch mega cool. T3 ladet euch runter, T3 Arena im Google Play Store und App Store. So sieht's. Okay. Den Helden, den ich gerade spiele, der ist eher für so Weitkampf. Und mein einer Teammate, der hat gerade gegen unseren Tresor geschossen, der checkt dieses Spiel nicht. Auf jeden Fall. Genau. Und dann gibt es auch hier immer so Heal-Petter. Da könnt ihr euch healen drauf. Das war ein Headshot. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber zum Tresor. Oben seht ihr auch die Leben des Tresores. Oh mein Gott. Also ist lange Zeit auch kein Video gekommen. Wegen Schule, dies, das. Ich weiß, ich habe das auch im letzten Video gesagt, aber ich versuche mich jetzt wirklich anzustrengen. Und versuche wirklich mehr Videos jetzt zu bringen. Jawohl. So, haben wir direkt den Sieg auch. So, als nächstes würde ich sagen, spielen wir... Wen wollen wir spielen, Leute? Komm, wir spielen Kamanza. Ich finde Kamanza eigentlich relativ gut, weil, also, er ist ein Meilenstein-Brawler, wie man in Brawl Stars sagen würde, weil er hier bei 2000 Trophäen ist. Ich bin hier bei 2179. Let's go, starten wir die nächste Runde auf jeden Fall. Und falls meine Stimme auch so komisch ist, ich nehme das Ganze morgens auf. Also wundert euch nicht. Oh, wir haben All-Star. Da, seht ihr Season 1? Ich habe den Sticker auch. Genau. So. Sind wir direkt schon in der Runde drin. Kamanza ist auch eher so Slash-Angriff-Brawler, also für mehrere. Also wenn die Gegner aufeinander stehen, dann macht er gut Slash-Damage. Oh, da hat er eine Gift.
Guck, habt ihr gerade gesehen, haben Flächendamage gemacht. Aber die Gegner sind wirklich echt gut. Es könnte sogar sein, dass wir jetzt eine Runde verlieren. Die ist hartnäckig, sag ich euch. Junge! Es geht doch mal down. Wenn ihr mich jetzt killt. So, wir führen auf jeden Fall um 3% Tresorschaden. Ja, mal, ich habe immer noch so kurz so eine Frage, so, was könnte ich an meinen Videos verbessern oder so? Habt ihr irgendwelche Vorschläge oder was ich noch spielen wollt? Ihr könnt mir ja Spiele reinschreiben in die Kommentare. Genau, zweifache Kristallschaden, da macht ihr jetzt zweimal so viel Schaden am Tresor. Und der Tresor wird gerade mies. Ja. Das sind sie. Junge! Das regt mich nur auf, wenn die immer da rumlaufen. Ja, ich weiß nicht, weil es zu viele sind. Ja. Ja. Leider eine Niederlage, aber die Gegner waren noch wirklich echt gut und wir haben sogar plus 4 bekommen, weil wir einen Herausforderer-Bonus bekommen. Herausforderer-Bonus bekommst du, wenn du stärkere Gegner hast als du selber. Aber das war jetzt der Fall. Also waren die auf einem höheren Level, deswegen habe ich 2 plus bekommen. Genau, das ist der Herausforderer-Bonus. So, das sind Boxen. Das, was ich gerade aufgemacht habe, waren so Brawl-Boxen. Die hier, das eine Big Box und das da ist eine das hier ist eine Mega Box, die schwarze hier. Und noch ein Level, dann habe ich sogar die Mega Box. So, was für eine Aufgabe gibt's denn? Aber ich will mit euch die nicht machen, da kommen. Ihr kennt mich, das gebe ich. So, let's go. Jetzt haben wir eine Mega Box, vielleicht ziehen wir was, wenn wir Glück haben. 5 verbleibende. Mann! Wäre aber auch zu schön gewesen. So. Dann grade ich jetzt. Nein, wollte ich nicht auswählen. Ich wollte abgraden. So. Guck mal, ich muss das schnell machen, sonst geht das Video so lange. So, wen soll ich noch spielen? So, let's go. Hi, Burger. Huh. Ich hab den schon auf Rang 12 und ich habe auch sehr viel gepusht, weil du bekommst halt pro Kampf nur so 8. Das ist eigentlich wie Brawl Stars. So Pokale, so Brawl Stars mäßig und Helden und alles. Aber so vom Spielen her ist so Fortnite. Wisst ihr? Das ist auch erst rausgekommen vor einem Monat, glaube ich. Ich habe es direkt installiert, wo es rauskam. Weil ich habe so Benachrichtigungen angemacht und dann ist bei mir so gekommen so, T3 ist draußen, da habe ich mir das direkt installiert. Ich war einer der ersten 1000 Spieler gefühlt, der das gespielt hat. Sehr, sehr krass. Wie da campen. Ich finde Sosa ist eigentlich auch gut für den Weitkampf, er ist ja auch allgemein Sniper. Macht eigentlich irgendwas gut Damage. Genau. Also die Gegner müssten uns jetzt ja wirklich mal verteidigen. Weil wir führen gewaltigen Damage.
Gegner stört uns ja gar nicht. Ich gehe mal rüber so zu den Gegnern, guck mal, was die so Schönes machen. Werd die mal alle kleppen. Einmal den da, den Hasen, den da. So, Nummer 2. Nummer 3. So. Wo mein Tornado gerade hinging, das wird auch kein Kauf. Genau. Wenn ich in meinem Sturm, wenn ich in meinem Tornado bin, dann sehen die mich halt nicht. So, let's go! Runde gewonnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen über das Spiel. Also ich finde es wirklich mega gut. Ja, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.